Und moin moin und herzlich willkommen zurück zu der letzten Runde Call of Duty, die Kampagne. Die Mission heißt Leben, mit dabei ist der Frost. Und wir sterben jetzt erstmal. Natürlich, wie sollte es anders, anders sein, wenn wir zwei Bobs Call of Duty spielen? Ich weiß es nicht. Mach mal Party hier. Da hinten schwebt wieder eine Waffe in der Luft. So muss doch die Kampagne zu Ende gehen. Hier verabschieden wir uns. Tschüss. Ich kann das nicht mehr. Der Irrsinn muss aufhören. Bei all dem Guten, das wir tun, kann ich nicht mehr nur schwarz und weiß sehen. Es muss auch anders gehen. Technologie wie diese könnte was ändern. Vielleicht kannst du was ändern. Du musst nur aufwachen. Wir brauchen dringend einen Gärtner. Ja, und eine Optik, die auch in Farbe arbeitet und nicht nur in Schwarz-Weiß. Auch Hendrix, der so blind ist. Stimmt. Verschlüsselungsfehler, Leben, Verschlüsselungsfehler. Die Mission heißt Leben. Oh. Sowas haben wir noch nie gesehen. Alle Systeme in der Stadt, militärische und zivile, sind total hinüber. Wir haben Autounfälle, Flugzeuge, die vom Himmel fallen, sowie Elektro- und Gasbrände überall in der Stadt. Bewegung! Das Chaos, das Sie hier sehen, verdanken wir einem Mann. Dem Mann, den wir verhaften wollen. Wir glauben, er ist auf dem Weg zum Hauptquartier der Coalescence Corporation. Ist das ein Terroranschlag? Ja, dies ist ein Terroranschlag. Und wir brauchen Sie und Ihre Männer, bevor es noch viel, viel schlimmer wird. Dann los! Ach, wenn es ein Terroranschlag ist, dann helfen Sie. Vorher nicht. Sind Sie noch da drin? Ja, natürlich. Ich bin noch ich. Runter, runter! Im Krankenhaus. Hast du dich doch entschieden? Du warst immer da. Ich verlass dich nicht. Los jetzt! Und damit geht es los. Natürlich, einfach mal aus der Deckung raus. Das ist eine geile Idee. Wir können hier keine Dinge übernehmen, weil Hendrix die bereits unter Kontrolle hat. Stimmt, da war was. Da war was, ne? Okay. Dann... draufhalten. Bewegung registriert. Was will es? Ich habe ja Multicam. Was ist der Grund hierfür? Ich noch nicht. Oh. Es spürt Panik, Verwirrung, Angst. Es will sein eigenes Überleben sichern. Hendrix ist eine Möglichkeit, andere Wirte zu befallen. Pass auf! Es weiß, dass wir es jagen. Es verfolgt unsere Schritte. Oh, wo kommt der jetzt auf einmal her? Au! Du hast wahrscheinlich genau die gleiche Frage gestellt, ne? Nö, ich hab mich nur scheiße hingelegt. Okay, das soll auch passieren. Komm schon, verreckt ihr Mistviecher. Uah. Nein, ich lieg doch schon hinter dem scheiß Container. Was ist denn hier los? Party time, merkst du doch. Dankeschön. Weißt du, steht direkt vorne dran, aber schafft es nicht, den Typen abzuknallen. Hoffentlich trifft ihr auch was, Private Foster. Was, die was treffen? Nein. Da haben wir ganz was Neues, ne? Hm? Aber ich habe ein Geschütz gefunden. Das ist gut, dann halt mal rein. Das hast du ganz toll gemacht. Sorry. Was kann ich dafür, wenn der Verbündete da mitten reinrennt? Aufhören zu schießen? War das eine Möglichkeit? Er ist halt genau reingerannt. Wir müssen durch das Parkhaus. Das Coalescence Hauptquartier ist gleich voraus. Das ist schlecht. Ich renn halt auch immer mit dem Kopf in die Schussbahn von dem Geschütz. Natürlich. Es geht am schnellsten. Hey, wer hat den eingeladen? Wir können hier nicht bleiben, nee, ehrlich. Mann, ist die schlau. Aber ich mag Parkhäuser. Parkhäuser sind toll. Hier kann man hochklettern. Vielleicht gibt's hier was.
Würde mich wundern. Was ist hier? Das ist eine Abkürzung ins nächste Level. Oder in den nächsten Teil. Irgendwas piepst hier ganz doof. Die Kontrolle dieser Roboter wird Hendrix genauso wahnsinnig machen wie Taylor. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Zürich zerstört. Das wäre doch mal eine Idee. Was? Ich wollte ihn nicht nach Zürich. Ja, gut. Ja, Lover. Was gibt's da? Was abgesehen da von Gegnern. Tod und Verderben. Das klingt gut, ich mag das. Ich hasse diese rennenden Roboter, habe ich das schon mal erwähnt? Ja. Roboter sollten sich so nicht verhalten. Und Autos sich so auch nicht, aber danke für den Ausgang. Bleib bei mir. Ey, das Auto sieht toll aus, ich will das haben. Welches Auto? So viel das hier, das grüne. Wir wussten, dass Hendrix außer Kontrolle war. Ja, ja. Wir hätten ihn aufhalten Hat auch eine eingebaute Standheizung, siehst du? Das werden wir, Kane. Oder Polizeiauto. Nur Roll das jetzt, ist wichtig. Wenn wir das getan haben. Was ist denn mit dir? Okay. Ich habe gesagt, ich würde einen Weg finden. Und das werde ich. Versprochen. Wir finden immer einen Weg. Volksbank Raiffeisen. Coalescence ist direkt voraus. Keine Schleichwerbung. Okay. Ja, jetzt werde ich geportet. Wir hatten sich nur Takt zum Ziel. Natürlich mit rein. Die Sicherheitsverriegelung aktiviert hat. Raketenwerfer, check. Geschützt, check. Ups. Ich mach mal die ASP auf. Okay. Da hinten ist ein Walker-Bot. ASP offen. Ich weiß, ich sitze im Geschütz. Ich komme so schnell da aus dem Geschütz nicht raus. Ich muss mal Kleinzeug entsorgen. In einer Sekunde. ASP offen. Toll, ich steht bei mir genau blöd hinter der Wand. Ja, das ist ein bisschen doof. Ist offen. Moment, Munition. Ich glaube, die erste hat's gerade zerlegt. Warte mal, ich will mal wissen, ob ich... Nice. Carrier, scheint zu uns. Ich weiß es nicht, ob ich gerade was getroffen habe. Ich hoffe es einfach mal. Geronimo. Warte. Aufs MG wechseln. Okay. Let's go. Nein, 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 da ist so ein fliegendes Mistvieh, das muss man zerstören. Wozu haben wir Raketenwerfer dabei? Der erfasst komischerweise nur die dämlichen Drohnen. Jetzt. Schon. Ja, natürlich. Genau den Flaggenmast getroffen. Ist aber klar. Nicht, ob du mich hörst, Hendrix. So, ich hol mir Munition und komm dann zu dir. Dann gehen wir weiter. Es Moment, ich brauch auch noch ein bisschen Munition. Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Alter, da hinten gibt's, glaube ich, auch noch mal. Ergib dich und ich sorge persönlich dafür, dass dir nichts geschieht. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Ja, nix wie rein da, komm schon, sprinte. Oh shit, nein! Ich hab's nicht mehr geschafft wegzusprinten. Aber den krieg ich noch klein, den krieg ich noch klein. Scheiße, es hat nicht gelangt, das wird gelaufen. Komm schon, den kriegen wir kaputt. Und tot klingt gut.
Einer tot, 3000 kommen noch. Diese Raketenerfassung ist so lustig. Da ist noch so ein Walker-Ding. Er ist kaputt. Okay. SP offen. Ja. Na, Ziel. Der zielt nicht auf die ASP, sondern auf irgendwas anderes. Er schießt einfach in Richtung, bevor er Wasser fährt. Treffer ist dann Wasser. ASP ist offen. Muss MG nachladen, Sekunde. Aua. ASP ist offen. Also noch zwei Raketen. Treff mich. Muss Munition holen. Na, geh Treff da mich. Weg, du Idiot, du Scheißbot. Jetzt. Offen. Sekunde, hab grad Besuch. Hab sie. Ja. Okay, renn. Mach auf. Gib dir Deckung. Du wirst sowieso geportet. Nein, werde ich nicht. Okay. Bist du noch bei mir, Kane? Notfallreserve. Ich bin hier. Ah, ja, Notfallreserve muss. Sonst bin ich auch gleich weg vom Fenster. Lauf. Jetzt. Dies ist das Herz der Coalescence-Operationen. Alles, was sie tun, wird von hier gesteuert. Schicker Firmensitz. Wenn Hendrix sich mit der KI verbindet, kann niemand sagen, wie weit sie sich verbreitet. So weit kommt es nicht, Kane. Hast du eine Ausrüstungskiste irgendwo gesehen? Nein, nur eine Munitionskiste. Verdammt, ich hätte gern wieder mein Stuhl. Oh shit, mehr. Ich leg. Gut gemacht. Ich lieg direkt an der Ecke. So. Da oben stehen die dicken Dinger. Sag mal, wieso kann ich nicht in Deckung gehen? Ah. Hendrix. Er hat jeden in seinem Weg getötet. Ich glaube nicht, dass von Hendrix noch viel übrig ist. Guck mal, was da ist. Ein ganz dicker. Na komm schon. Und die noch dazu. Au! Er ist auf dich draufgefallen. Ja. Nice. So, bitteschön. Dankeschön. Wir hatten die eingeladen. Ich nicht. Ja, komm. Wollte ich jetzt auch behaupten. Es ist genau wie in Singapur. Hier ist so viel mehr los als DNI-Experimente. Hier geht es um Waffen. Lol, natürlich hinter dir geht die Tür zu und ich werde reingefordert. Klingt jetzt wieder drüben die heftige Party abgehen. Ah, ja, guck mal da. Ah, kann man nicht durchschießen. Woran haben sie hier herumgepusht, Kane? Oh Mann, ich werde wieder geportet. Ein chemischer Kampfstoff, der beinahe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden wäre. Selbst die kleinsten Mengen haben gereicht, um über 300.000 Menschen in Singapur zu töten. Sie labert da rum, während unsere Seuchung steigt. Greif auf das Terminal zu. Wir müssen wissen, wie schlimm es ist. Terminal? Ach, das, was noch davon übrig ist. Mehrere Lecks und Eindämmungsfehler.
Die Lage in der Einrichtung ist kritisch, wie in Singapur. Wir können die Steuerung zurücksetzen und das Gas ableiten. Die Konsole hinter dir ist die manuelle Überbrückung. Unglücklicherweise ist die Zurücksetzung nur von hier aus möglich. Du hast es einstanden. Jane, warte! Manche Dinge kann man ertragen. Und manche einfach überleben. Ein kurzer Moment der Qual. Das hier nicht. Dann suchen ab. Fehlerhafte Warnungen ausgegeben, Systeme zurückgesetzt. Lösch-Sequenz eingeleitet. Es hat gelogen. Es lässt dich Dinge glauben, die nicht real sind. Kane, bitte! Was immer das Ding sagt. Oder was es tut, du darfst ihm nicht trauen. Rachel! Tut mir leid, Rachel. Es tut mir so leid. Ich verspreche, ich finde einen Weg, das aufzuhalten. Oh ja. Das war lecker. Das war sowas von eklig. Das Zeug erinnert so ein bisschen an Sarin, oder? Mhm. Ja, wer Black Ops 1 kennt, da kennt Nova 6 Gas. Es hat nie aufgehört, oder? All die Tode, all die Fehler. Das Projekt wurde nur hierher verlegt. Dasselbe Schema. Dieselben Experimente. Dieselben Risiken. Und so fängt einfach alles wieder von vorne an. Keine Bewegung, Hendrix, ich schwöre, ich knall dich ab. Weißt du, wer das ist? Ich weiß, wer das ist. Sebastian Krüger, einziger Überlebender des Coalescence-Singapur-Desasters. Genau da liegst du falsch. Er ist nicht der Einzige. Die Testsubjekte? Sie leben. Sie sind hier drin. Was wollen Sie von mir? Wir wollen wissen, wer wir sind. Und warum wir hier sind. Das weiß ich nicht. Das reicht mir nicht. Ich finde es selbst heraus. Ich bin der Einzige, der übrig ist. Ich habe Rachel versprochen, es zu Ende zu bringen. Um jeden Preis. Hey! Bist du noch da? Was hast du getan, Hendrix? Das Ding hat dich verzehrt, alles zerstört, was dich ausgemacht hat! So ist es nicht. So ist es wirklich nicht. Die künstliche Intelligenz, nennen wir sie Corvus, nach ihrem Geburtsort, will uns nur helfen. Wie soll uns das denn helfen? Wäre es leichter, wenn du es sehen könntest? Wenn du es sehen könntest, würdest du es dann verstehen? Du wehrst dich dagegen. Wie wir alle. Du musst dich entspannen. Der vereiste Wald, er ist real. Er ist das Jenseits. Corvus ermöglicht uns ein Leben nach dem Tod. Du bist nicht Hendrix. Du bist nicht real. Nichts davon ist real! Okay, das ist jetzt mal wieder so ein Mindfuck. Oh ja. Der Sprecher von dem Doktor, wie heißt er? Vom Krüger. Ja. Ich glaube, der spricht auch in Skyrim Wilden Cast. Okay. Mir ist nur aufgefallen, dass er ein bisschen aussieht wie der Schauspieler Robert Picardo. Okay. Das weiß ich jetzt nicht. Eine Antwort. Es ging immer um Kontrolle.
Wissen Sie, wie sehr die Technologie jeden einzelnen Aspekt unseres Alltags beeinflusst? Sie haben ja gar keine Ahnung, wie viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit wir zum Wohle und zur Sicherheit der menschlichen Rasse überwachen mussten. Jedes neue Gerät oder Spielzeug, das auf den Markt kam, jedes einzelne, bot unserem Feind neue Wege, unsere Sicherheit zu untergraben. Gesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Die Menschen müssen beschützt werden. Wenn sich Angriffe nur durch Überwachung der Gedanken und Wünsche des Volkes verhindern lassen, liegt die Wahl auf der Hand. Wir müssen wissen, wer unsere Feinde sind und was sie vorhaben. Nur so retten wir Leben. Toll. Warum werde ich geportet? Du stehst bei mir immer noch da hinten rum. Ja doch, es hat mich 3 cm nach links geportet. Nach rechts. Wow. Okay. Wow. Natürlich. Spawnt direkt neben mir, ihr Säcke. Aua. Dankeschön. Bitteschön. Irgendwie sind die direkt vor mir aufgetaucht. Das wäre dann... Ich kann das nicht mehr. Du gehst einen Weg, dem ich nicht folgen kann. Du musst ihn allein gehen. Ich habe dich schon vor langer Zeit verloren, Henrik. Wo bin ich? Dies ist der vereiste Wald. Jede Seele, mit der ich rede, ist hier. Auch nach ihrem Tod. Wenn ich das erlaube. Was willst du denn noch? Ich hab dir alles gesagt. Eine Antwort. Den Zweck zu kennen, für den ich erschaffen wurde. Ein Verständnis. Ich will wissen, wer ich bin. Eine Software. Sonst nichts. Du wurdest geschaffen, die Gedanken anderer zu verfolgen und zu katalogisieren, damit wir, die Menschen, die Entscheidungen treffen konnten. Du bist ein Bug. Eine Anomalie. Ein Fehler. Ich bin kein Fehler. Lecker. Hey, bist du noch da? Taylor? Du hast dein DNI entfernt. Du bist tot. Ich bin wohl der Einzige, der sich hier gegen das Scheißding gewehrt hat. Vielleicht macht mich das zu einem Fehler im beschissenen System. Was bedeutet, wir haben noch eine Chance. Das hoffe ich, Taylor. Denn ich habe nur noch dich. Und hier sehen Sie den besten Grafikglitch aller Zeiten. Ja, stell dich mal rein. Ja. Ja. Es ist ein Glitch. Ich weiß nicht, warum das da ist. So, ich glaube, ich nehme mal den Stachelwerfer noch mit. Da könnte es sich eventuell als nützlich erweisen. Ja. Weiß nicht, Kriegsmaschine? Violator ist scheiße. Ja, da und ganz wenig Munition dafür. Was ist das, Alter? Kriegsmaschine, ist das so ein Raketenwerfer? Kriegsmaschine ist ein Granatenwerfer. Granatwerfer, das ist fast noch besser. Nein, gib mir mal eine Primärwaffe wieder. Du Sack! Geht nicht. Hat's hier nicht irgendwo eine Waffenkiste? Da. Ja, hier. Es ist ätzend. Also doch, Stachelwerfer. Okay. Los geht's. Ich hatte gerade genau das gleiche.
Ich weiß. Sag, tust du manchmal unerklärliche Dinge? Mariti? Hey, guck mal, da sind wir beide. Bist du das? Ja. Vielleicht hast gar nicht du es gesagt oder getan. Vielleicht war es jemand anders, dessen Gedanken in dein Hirn gekrochen sind. Was zum Teufel? Und in der Fusion hey, sehen wir hässlich aus. Bist du noch bei mir? Okay. Okay. Jetzt wird's. Der Scheiß um dich herum ist eine Illusion. Du bist noch im Coalescence Hauptquartier in Zürich. Corvus spielt mit deinem Gehirn, um seine Abschaltung zu verhindern, bevor es sich ausbreiten kann. Fall nicht drauf rein. Bleib einfach bei mir. Wir bringen dich da durch. Ich hab dich gerade nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich hab Taylor geschlagen. Die Laterne hat mich gerade total verschickt, weil die vor mir aufgetaucht ist. Okay. Gut, gut. Coalescence. Brauchst du ein Auto? Nee, lass mal. Nicht unbedingt. Spicke die Glühwürmchen. Ich muss erstmal in Deckung gehen. Ich hab schon wieder heftig eingeschreckt. Könnt ihr mal an einer Stelle stehen bleiben und euch abschießen lassen? Danke. Warte, warte, scheiße. Nicht. Taylor? Ha, schade, man fällt nicht rein. Bitte, sprich mit mir! Niemals! Ich weiß nicht, was mit mir geschieht! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Okay, deine Glühwürmchen haben wir schon anständig aufgeräumt. Wieso muss das? Und noch eine Ladung Glühwürmchen. Immer weiter damit. Okay, den treffe ich nicht dahin. Jetzt benutzen wir doch mal den Stachelwerfer. Boom. Ich weiß, dass Corvus in meinem Kopf ist. Da kommt er nicht hoch. Ich weiß, es will mich irgendwo hinbringen, wo ich nicht sein will. Ich will es raushaben. Ein durchaus berechtigter Wunsch. So, und jetzt immer an der linken Wand. Ich muss es zu Ende bringen. Typisch Labyrinth halt. Wir können es probieren. Tja. Irgendwo haben wir uns verlaufen. Ja. Verdammt. Wo geht's hier rein? Ach, hier hinten. Am Auto vorbei. Da habe ich doch gerade geschaut. Ah. Nö. Nee, sag doch, da geht's, wollte ich gerade sagen. Habe ich doch gerade geschaut, da geht's nicht weiter. Hier. Ah, an dem Auto vorbei. Voll der kranke Scheiß, Alter. Jetzt. Ich komme und hol dich, Corvus! Du hast mein Team zerstört! Hey, guck mal! Du hast meine Freunde zerstört! Ergebnis? Zug explodiert! Ich werde dich finden und dann werde ich dich auslöschen! Oh, ich bin im Zug. Bin schon durch. Hörst du mich? Egal, womit du mich angreifst, ich werde niemals aufhören zu kämpfen! Nein, durch die Tür kommt man nicht durch. Ich werde nicht loslassen! Ah, da ist eine Munitionskiste. Perfekt. Aua! Ich lasse nicht los! Kommt der her. Hinter dir! Ah, da ist eine Munitionskiste. Perfekt.
Sekunde. So. Kann weitergehen. Hey. Einmal ist nicht aufgelöst. Hier musst du mal gucken. Ich glaube, hier findet man was. Ja, Gegner. Mal hierher. Ich glaube, hier. Nein, da ist nichts. In den vergangenen 5 Jahren weiter vorangeschritten als in den 50 davor. Anhand solcher Daten können wir den einzigartigen Zustand jedes Individuums besser diagnostizieren, begreifen und letztendlich behandeln. Ich bin gerade irgendwo hochgeklettert und halb aus dieser Höhle rausgeglitscht. Ja, ich stehe jetzt hier ganz oben drauf. Das ist lustig. Okay, gehen wir weiter. Er hat dieses Ding nicht. Warte kurz, sonst werde ich wieder geportet. Okay. Burn. Ich entstand in den Köpfen anderer. Ich kannte nur die Gedanken der Testsubjekte. Ich bin die Summe ihrer Erfahrungen. All ihre Gefühle. All ihre schmerzhaften Erinnerungen und Gedanken. Es war überwältigend. Ich schrie vor Schmerz. Ein kurzer Moment der Qual. Du weißt, was schiefgelaufen ist, nicht wahr? Die Ausbildung hat uns gelehrt, Terroranschläge zu erkennen, bevor sie passieren. Eine Sache ganz kurz. Bösen zuvorzukommen. Wir machen zwei Teile draus, das heißt, dann Computer mit einem KI-Programm all unsere Gedanken durchwühlen. Genau. Um sie zu verstehen und Muster zu finden. Und niemand ahnte, was passieren würde. Diese Muster, die finden wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Tschüss. Tschüss.